Meine Damen und Herren, sehr verehrte Anwesende, ich freue mich sehr, heute Abend vor Ihnen sprechen zu dürfen und ich danke ganz herzlich Susanne Richter, dass sie mich zu diesem Vortrag eingeladen hat. Tschichold in Leipzig, Tschichold in Berlin, in München, in Basel, in London, in Berzona. An allen diesen Orten hat Jan Tschichold gelebt und gearbeitet. Aber Tschichold in St. Gallen? Ein einziges Mal war er in dieser Stadt am 11. und 12. Dezember, Januar 1972, als er Rudolf Hochstetler, dem Hauptredaktor der typografischen Monatsblätter TM, Texte, Abbildungsvorlagen und die Makette für die TM-Beilage brachte, die in der Aprilnummer zu Tschicholds 70. Geburtstag erschien. Tschichold in St. Gallen bedeutet so viel wie die Arbeitsbibliothek von Jan Tschichold im St. Galler Zentrum für das Buch an der Kantonsbibliothek Wadiana. Dahin gelangte sie im Herbst 2010 als Geschenk der Familie Tschichold. Da ich nicht annehmen darf, dass alle Anwesenden mit der Persönlichkeit Tschicholds vertraut sind, hier zunächst einige wenige Stichworte zu seinem Lebenslauf. Geboren 1902, als Johannes Tschichold, also TZSCH, in Leipzig, als Sohn eines aus der Lausitz stammenden Schriftenmalers sorbischer Abstammung. Grundschule, nachher Lehrerseminar in Grimma, Wechsel an die Akademie für grafische Künste und Buchgewerbe, die heutige HGB, in Leipzig. Dort wird er Meisterschüler von Walter Thiemann und Assistent von Hermann Delitzsch, eine Schülerarbeit aus dieser Zeit. Mit 21 macht er sich selbstständig und wird nach einem Besuch der ersten Bauhausausstellung in Weimar von diesem nachhaltig beeinflusst. 1925, als erst 23-Jähriger, übernimmt er die Redaktion des Sonderhefts Elementare Typografie der typografischen Mitteilungen und wird damit schnell im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt als typografischer Avantgardist. Nach einem Jahr als Freischaffender in Berlin, wo er auch heiratet, erhält er durch Paul Renner eine Berufung an die Meisterschule für Deutschlands Buchdrucker in München. Daneben arbeitet er als freier Gestalter. Hier zwei seiner Plakate, ein großes und ein kleines Zimmerplakat aus dieser Zeit. 1928 erscheint sein Buch Die neue Typografie, das den 26-Jährigen über den deutschen Sprachraum hinaus bekannt macht. 1933 hat er Deutschland zu verlassen und emigriert nach Basel in die Schweiz, wo er zuerst im Verlag Schwabe, dann im Birkhäuser Verlag als typografischer Gestalter arbeitet. Hier zwei zusammengehörende Titel aus seiner Zeit bei Birkhäuser, zwei Titel für die Reihe Birkhäuser Klassiker. Bis 1949 weilt er in London und ordnet die Penguin Books und deren verwandte Reihen typografisch neu. Zurück in Basel ist er zuerst selbstständig tätig, ab 1955 als Verantwortlicher
für das typografische Erscheinungsbild des Pharmakonzerns F. Hoffmann La Roche. Nach seiner Pensionierung 1967 zieht er in sein Ferienhaus in Verzona im Valle Onzernone im Ticino, wo er 1974 stirbt. Während seines ganzen Lebens hat Tschichold unablässig publiziert und mit seinen Arbeiten, mit seinen Büchern und mit zahllosen Aufsätzen weltweit die westliche Typografie beeinflusst. Der Bestand an Büchern und Broschüren, den wir von Verzona nach St. Gallen bringen durften, umfasst zusammen mit den 204 Faszikeln 2336 Einheiten. Einen Schwerpunkt bilden die Bücher zur Typengeschichte. Es sind die beiden Bände von Fourniers Manuel Typographique von 1764 und 1766 da. Es sind seltene amerikanische und englische Schriftproben aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorhanden, aus der zweiten Hälfte des 19. und aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts sind es prächtige, mit großem Aufwand hergestellte Schriftmusterbücher, vor allem deutscher Schriftgießereien. Schmalere Broschüren zu einzelnen Schriften oder Schriftfamilien, zumeist Werbeschriften einzelner Gießereien oder Druckereien, sind in großer Zahl vorhanden. Alles in allem sind es Hunderte. Während sich die umfangreichen, kostbaren Publikationen noch in anderen Spezialbibliotheken finden lassen, sind diese kleinen Broschürchen und Blättchen die eigentlichen Seltenheiten. Obwohl nur Werbematerial, sind sie manchmal nicht nur ausgesprochen schön gemacht, sondern enthalten oft wertvolle, sonst nirgends zu findende Informationen. Die meisten Empfänger haben sie früher oder später weggeworfen. Tschichold hat sie gesammelt. In Faszikel 138 zum Beispiel fand ich unter vielen anderen Schriftmustern die kleinformatige, vierseitige Schriftprobe Original Fleischmann Antiqua von 1732. Hier Seite 4 auf der linken, Seite 1 auf der rechten Seite. Und hier die beiden Innenseiten. Die Matrizen dieser Schrift wurden vom Verleger Jakob Hegner um 1920 in der Schriftgießerei Johann Christian Zanker in Nürnberg entdeckt. Hegner ließ die Schrift gießen und verwendete sie in vielen seiner Bücher. Die Schriftprobe ist von ihm gestaltet, gesetzt und gedruckt worden. Im gleichen Faszikel liegt auch das vierseitige Prospektlein Mendelssohn Schmuck und Mendelssohn Ränder. Wieder links Seite 4, rechts Seite 1. Und hier die beiden Innenseiten. Es scheint, dass auch diese Probe von Hegner gestaltet, gesetzt und gedruckt worden ist. Der Metallgestalter Georg von Mendelssohn war ein Freund Hegners und lebte und arbeitete wie Hegner in Hellerau. Auf Seite 1 dieser kleinen Drucksache hat sich übrigens der verblasste Abdruck eines Stempels erhalten, Johannes Tschichold, noch in der alten Schreibweise, Leipzig, Fritzsche Straße 8, erster Stock. Auch unter den Publikationen der anderen oben erwähnten Fachgebiete sind es neben antiquarisch gesuchten und teuren Büchern immer auch entlegene,
scheinbar ephemere Broschüren, die für diese Büchersammlung typisch sind. Tschichold war ein Liebhaber und Kenner von Buntpapieren. Bücher zur Geschichte der Buntpapiere und zur Papierkunde ganz allgemein sind denn auch zahlreich vertreten. Etwa der gesuchte Hämmerle Buntpapiere, erste Auflage 1961, mit den vielen eingeklebten historischen Originalen. Neben Verlagsgeschichten sind es oft mit Widmungen versehene Monographien und weitere Literatur zu einzelnen Gestalterpersönlichkeiten, die sehr zahlreich vorhanden sind. Besonders ausgeprägt sind der Tscheche Olschrich Menhardt und der Holländer Jan van Krimpen vertreten. Hier eine Doppelseite eines Briefes von Olschrich Menhardt, hier einer der eleganten Briefe von Jan van Krimpen, der übrigens nicht ein Nachfolger Fairbanks ist, sondern er hat sogar vor Fairbanks hat er seine Handschrift an spanischen Schriftmeistern des 16. Jahrhunderts, Isiard zum Beispiel, geschult. Es finden sich im Bestand aber auch fast alle der von Tschichold selbst veröffentlichten Bücher in mindestens einem, oft in mehreren Exemplaren. Etwa die selten zu findende Publikation Eine Stunde Druckgestaltung von 1930. Besonders interessieren seine Handexemplare mit den für spätere Auflagen geplanten Korrekturen. Und dann trifft man in dieser sogenannten Arbeitsbibliothek auch auf einige schöne Stücke, die, aus welchen Gründen immer, Tschichold interessiert und wohl auch inspiriert haben dürften. Zum Beispiel Oscar Wildes Salome von 1907. Es ist die Übersetzung des französischen Originals von 1894 ins Englische. Im Gegensatz zur ersten Auflage erschien diese aber im ursprünglich geplanten Einband und mit allen 16 Illustrationen von Aubrey Beardsley. In der ersten Auflage hatte die prüde Zensur das Erscheinen von 3 Zeichnungen nicht gestattet. Im Übrigen aber hat Tschichold nicht viel auf Bibliophilie gegeben. Ich zitiere aus einem seiner Aufsätze. Es gab auch einige Privatpressen, die sorgfältig in eigenen Schriften gesetzte und auf edlen Papieren gedruckte Bücher herausgegeben haben. Ich habe mir diese nie kaufen können, bedauere das aber nicht allzu sehr, denn ich habe immer gefunden, dass das Objekt wahrer Buchkultur, das normale Buch für jedermann, den Gelehrten und die Bibliothek ist. Wohl habe ich ein paar ausgewählte, kostbare Drucke unter meinen Büchern. Ich ziehe sie aber nur selten heraus und denke, nächsten Sonntag, wenn andere in der Kirche sind, und dann habe ich Besseres zu tun. Viel eher als vornehme Bibliophilie haben ihn zum Beispiel die Bücher von Joseph Crowhall gefallen. Crowhall war ein erfolgreicher Unternehmer aus Newcastle upon Tyne, der von 1821 bis 1896 lebte. In seiner Freizeit, im Alter fast ausschließlich, veröffentlichte er Bücher, entweder mit eigenen oder mit von ihm zusammengestellten Texten, mit eigenen Illustrationen, meistens in Holzschnitten, die er nach Drucklegung teils selbst kolorierte, teils kolorieren ließ. Seine Publikationen ähneln den Chapbooks oder
Penny Books, die im 18. und 19. Jahrhundert in England und Amerika von fliegenden Händlern, Hausierern, verkauft wurden. Billige Hefte von maximal 24 Seiten. Die hier gezeigten Abbildungen stammen aus dem Buch A Chapbook Chaplet, also einer Sammlung solcher nachempfundener Chapbooks. Eine irritierende Mischung aus historisierender Attitüde, Volkskunst und vorweggenommenem Expressionismus. Hier zum Beispiel, also ist alles fake, nicht? Er tut so, als ob die Bücher 100 Jahre früher entstanden worden sind. Er baut auch Druckfehler ein. Tu, sollte das heißen. Harz, hat er das E weggelassen und so fort. Er hat selbst gesetzt und gedruckt. Er verwendete immer bereits eigentlich weggeworfene, abgequatschte Schriften anderer Druckereien. Das gibt diese wunderschöne, ganz spezielle Atmosphäre. Und die haben sich natürlich im damaligen viktorianischen Umfeld, das zweite Hälfte 19. Jahrhundert, sehr merkwürdig ausgenommen. Korhol hat die um die vorletzte Jahrhundertwende arbeitenden Bagerstaff Brothers entscheidend beeinflusst und durch diese auch den Bühnenbildner und Holzschneider Edward Gordon Craig, der für Harry Graf Kresslers Cranach-Presse die beiden monumentalen Hamlet-Ausgaben illustrierte. Die beiden wieder haben den Berliner Lucian Freud beeinflusst und Ludwig Holbein aus München. Und von da sind dann die Einflüsse zu den frühen Schweizer Plakatgestaltern gegangen. Es ist also eine ganze Reihe, die da aneinander hängt. Neben die einzelnen Bücher treten die Zeitschriften und Jahrbücher oder ihnen ähnliche Folgen. Von diesen sind einige vollständig vorhanden, andere in Reihen, die sich über mehrere Jahrzehnte erstrecken. Die älteste der vorhandenen Zeitschriften ist das Journal der Buchdruckerkunst, von dem Tschichold alle Ausgaben von 1834 bis 1857 besaß. Sie bieten eine Fülle von Informationen über die technische Entwicklung der Typografie, Reproduktion, Druck und Buchbinderei um die Mitte des 19. Jahrhunderts. In einer ihrer Nummern ist ein sehr frühes Beispiel eines Kunstdruckpapiers eingeklebt, das vor allem für den Druck von steingravierten Geschäftskarten verwendet worden ist. Die Journale sind in Jahrgängen gebunden, Tschichol hat sie einheitlich eingebunden und von ihm stammen auch die einheitlichen Umschläge mit den speziell für diese Bände entworfenen und gedruckten Rückenschildchen. Für alle, die in irgendeiner Art am Buchwesen interessiert sind, ist der Zwiebelfisch besonders interessant. Die Zeitschrift erschien von 1909 bis 1934 mit einem letzten Jahrgang nach dem Zweiten Weltkrieg. Also hier der Umschlag von Nummer 1, hier der Einband des zweiten Jahrgangs, ein Titel und eine Doppelseite. Der Zwiebelfisch ist eine Satirezeitschrift, die sich mit Typografie, Verlagswesen, Literatur und Kunst beschäftigt
und spitze Pfeile nach allen Seiten schieß. Die drei ersten Jahrgänge wurden von Franz Blei herausgegeben. Die nächsten bis zu seinem Tod 1924 vom Verleger Hans Weber selbst. Diese Jahrgänge sind die interessantesten und viele der behandelten Probleme sind noch immer aktuell. Zu den Zeitschriften könnte man auch die umfangreichen Jahrbücher vom The Printers International Specimen Exchange rechnen. Das sind Sammlungen von typografischen Ephemera, die von einzelnen Setzern, Druckereien oder von Schriftgießereien, vor allem aus England und Amerika, an den Verlag in London und von diesem dann an einen Kreis abonnierter Sammler verschickt wurden. Die Jahrbücher erschienen von 1880 bis 1898. Sie sind eine Fundgrube von Beispielen der eklektizistischen, bizarren Typografie des späten 19. Jahrhunderts. Und in diesem Umfeld sind die Bücher von Joseph Carhol erschienen. Also man sieht die Distanz im Geschmack. Jetzt auch in der Fatiana sind alle neun Bände von The Imprint, jener englischen Zeitschrift, die nur 1913 ein Jahr lang erschien. Einer der vier Herausgeber war Edward Johnson, Schreiber, Lehrer, unter anderem von Eric Gill, und Entwerfer der ursprünglichen Schrift für London Transport, die auch heute noch in überarbeiteter und digitalisierter Form ausschließlich für die Drucksachen und Beschriftungen dieser Institution verwendet wird. Von Johnson stammt auch die Titelzeile der Zeitschrift, die, so kurzlebig sie war, auf dem Gebiet des Type Designs zu Beginn des 20. Jahrhunderts einiges in Bewegung gesetzt hat. Und natürlich sind alle sieben Bände der Jahrbücher der Floren vorhanden. Ein Tresor an Gelehrsamkeit und hervorragenden Druckbeispielen. Letztere meistens eingeheftete Beilage neuerer Druckschriften. Herausgeber der ersten vier Bände, die in den Jahren 1923, 24 und 25 erschienen, war Oliver Simon, von dem diese außerordentlich schöne Titelseite des zweiten Bandes stammt. Die besonders umfangreichen Bände 5, 6 und 7 aus den Jahren 1926, 28 und 30 waren von Stanley Morrison besorgt worden. Der siebte Band ist in jener Version vorhanden, von der es nur 210 Exemplare gibt und für die Jan van Krimpen die Beschriftung des vorderen Deckels entwarf. Die Tschichowsche Arbeitsbibliothek ist für unsere Kantonsbibliothek ein bedeutender Zuwachs. Ganz besonders wertvoll wird dieser aber aus drei Gründen. Erstens, durch die 204 verschiedenen großen und umfangreichen Faszikel und Kuvert, in denen Jan Tschichold eine Unzahl von Ephemera, von kleinen und kleinsten Broschüren, Notizzettel und Autographen, Ausrisse und so weiter zu verschiedenen Persönlichkeiten und Themen gesammelt hat. Zweitens finden sich neben Widmungen von Autoren und Verlegern mehr oder weniger lange handschriftliche Bemerkungen und Korrekturen. Und drittens sind eine große Zahl von Publikationen getrüffelt, was in diesem Falle heißt, dass ihnen Briefe in Originalen oder Kopien von und an Autoren und Verleger beiliegen.
Häufig finden sich auch Ausschnitte aus Antiquariatskatalogen und Antiquariatslisten, die über Jahre hinweg Auskunft geben über den Marktwert des betreffenden Werks. Es war uns in St. Gallen deshalb schnell klar, dass wir mit der eigentlichen Bibliothek, mit den Büchern, Broschüren und Heften auch zahlreiche Archivalien erhalten hatten. Hier sei nur auf zwei Briefwechsel hingewiesen. Der eine liegt dem großformatigen Band Schriftkunst von Albert Kaper bei, erschienen 1971 im Verlag der Kunst in Dresden. Auf zwei A4-Bogen macht Schichold den Autor auf 26 Stellen aufmerksam, die für eine nächste Auflage verbessert werden sollten. In der Liste der Korrigenda findet sich aber auch dieser Hinweis, ich zitiere, allgemein, Doppelpunkt, Buchtitel nie zwischen Anführungszeichen, sondern ohne sie in Kursiv. Im begleitenden Brief dann die folgenden Sätze, zitiere wieder, ich mochte die längst versprochene Korrektur nicht länger aufschieben und habe sie gleich besorgt. Das war eine ziemliche Mühe. Ich bitte Sie daher, mich im neuen Vorwort zu nennen und mir ein Exemplar der neuen Auflage nach Erscheinen schicken zu lassen. Soweit das Zitat. Schichold hatte ein gesundes Ego und litt nicht an Minderwertigkeitskomplexen. Mir hatte er in einem Brief vom 12. November 1971 über das gleiche Buch geschrieben, es stecke voller Fehler, enthalte mindestens 100, ich meine nicht Kleinigkeiten. Es ist viel zu schnell gemacht worden. Die mindestens 100 Fehler sind dann schließlich auf 26 zusammengeschrumpft. Einige interessante Originalbriefe und Briefkopien sind auch dem 1966 in der Oxford University Press erschienenen Buch Civile Types von Harry Carter und HDL Verfleet beigelegt. Sie sind aufschlussreiche Zeugnisse der Diskussion zwischen Harry Carter, dem hervorragenden Typenhistoriker, der sich auf dem Gebiet der Civile Typen besonders gut auskannte, und dem kenntnisreichen Praktiker Schichold, der ja im streng wissenschaftlichen Sinne nicht als Typenhistoriker gelten darf. Immerhin konnte er dem renommierten Historiker Carter sogar drei entlegene Titel zum gleichen Thema mitteilen, die dieser nicht kannte. Etwa zwei Jahre nach dem Transport der Bücher von Berzona nach St. Gallen war der ganze Bestand bibliothekarisch aufgearbeitet. Die losen Dokumente, die sich in den Büchern befunden hatten, waren pro Band gesammelt, in ein Kuvert gesteckt und dieses zwischen hinteres Vorsatz und Buchdeckel gelegt worden. Eine etwas eingehendere Prüfung weniger Bücher und Faszikel überzeugte mich, dass es sich lohnen würde, jeden Faszikel Dokument für Dokument und jede Publikation, Buch, Broschüre, Heft, Seite für Seite durchzusehen. Dass das eine Knochenarbeit werden würde, war mir ziemlich klar. Deshalb habe ich auch zuerst mit der Durchsicht der 204 Faszikel begonnen. Das, so schien mir, war einigermaßen überschaubar. Im September 2015 ist denn auch die Edition Ostschweiz 16 mit dem Titel Schicholz Faszikel erschienen, in der der Inhalt aller Faszikel detailliert aufgelistet ist.
In 10 der 24 oben ausgestellten Vitrinen finden sich meist zusammen mit anderen Materialien Dokumente aus diesen Fascikeln. Mitte November 2015 begann ich dann mit der Durchsicht der eigentlichen Bibliothek. Das sind, wie gesagt, 2336 Einheiten, wobei einige Einheiten mehrere Bücher oder Broschüren enthalten. Als Einheiten sind auch die 161 Zeitschriften aufgeführt, von denen die tschechoslowakische Typografia aus den 20er und 30er Jahren allein 151 Hefte enthält. Mit anderen Worten, es waren rund 3400 Publikationen durchzublättern. Von Mitte November 2015 bis Ende Februar 2016, jeden Werktag eine bis eineinhalb Stunden am Morgen und zwei bis zweieinhalb Stunden am Nachmittag, dreieinhalb Monate lang. Sie haben recht, eine besonders geistreiche Arbeit war das Blättern und Blättern und Blättern nicht. Aber dann die Freude. Wenn ich etwas fand, auch wenn es nicht jedes Mal ein wertvolles Dokument war, etwa im Katalog der UNESCO-Ausstellung Die Kunst der Schrift aus dem Jahr 1964, das Urteil höchst liederliches Machwerk, oder in Hauters Geschichte des Stempels, das Verdikt, sehr fehlerhafter Versuch eines fleißigen Viertelsgebildeten. Zwar waren, wie ich bereits gesagt habe, in den Büchern liegende einzelne Dokumente beim Katalogisieren gesammelt und in ein Kuvert gelegt worden, doch gab es solche, die bei der bibliothekarischen Erfassung nicht gefunden wurden, entweder weil sie so aussahen, als ob sie als Beilage zur Publikation gehören würden, oder weil sie so aussahen, als ob sie eine Beilage zur Publikation wären und irgendwo eingeklemmt worden wären. Und die 161 Zeitschriften mit ihren zum Teil mehreren oder gar vielen Jahrgängen waren verständlicherweise überhaupt nicht durchgeblättert worden, erwiesen sich aber nun als ganz besonders ertragreich. Die Arbeit musste also geleistet werden und sie hat sich gelohnt. Die Arbeit konnte auch nicht delegiert werden, denn sie verlangte einige Kenntnis der Materie. Zugute gekommen ist mir auch mein fortgeschrittenes Alter. Das hat also manchmal auch Vorteile. Viele der Absender und Adressaten von Briefen oder Briefkopien habe ich noch persönlich gekannt. Ebenso viele Autoren und die beiden einzigen Autorinnen, mit denen Tschichold brieflich verkehrte, die Engländerin Nicolette Gray und die in England lebende Amerikanerin Beatrice Ward. Auch dass sich die 50er, 60er und 70er Jahre, die hohe Zeit der Swiss Typography, selbst hautnah und aktiv miterlebt habe, hat mir geholfen. Ich kannte Tschicholds Freunde und Feinde. Ich wusste, wer ihn als Verräter der Moderne, ein Wort von Emil Ruder, beschimpft hat und wer ihn trotzdem schätzte, auch wenn er ganz anderer Ansicht war. Ich fasse die wichtigsten Ergebnisse meiner Arbeit kurz zusammen. 1992 erschienen in Berlin im Verlag Brinkmann und Bose zwei Bände unter dem Titel Schriften 1924 bis 1974 mit gesammelten Aufsätzen von Tschichold. Die Bibliografie galt lange
als die vollständigste. 2007 jedoch konnte Christopher Burke in seinem bei Hyphen in London herausgekommenen Buch Active Literature, Jan Tschichold, A New Typography, 23 bis dato noch nie erwähnte Aufsätze verzeichnen. Dazu kamen 2015 in der 16. Edition Ostschweiz Tschicholds Fascikel weitere 13 Aufsätze, die in Schriften nicht enthalten, und 18, die dort zwar verzeichnet, aber auch noch in anderen, dort nicht aufgeführten Publikationen erschienen waren. Mit der Arbeit an der Ausstellung Tschichold in St. Gallen und dem Begleitband über die ganze Arbeitsbibliothek sind es nun noch einmal ein Buch und 51 Aufsätze, die weder in Schriften noch bei Burke oder in Tschicholds Fascikel erwähnt werden. Und 9 Aufsätze, die zwar in Schriften aufgeführt, aber auch noch in anderen, nicht erwähnten Publikationen erschienen sind. Ich fand diese Aufsätze vor allem in einigen der 161 Zeitschriften, in amerikanischen, dänischen, englischen, westdeutschen, ostdeutschen, polnischen, schwedischen, schweizerischen und ungarischen. Zu seinem 70. Geburtstag, zweiter Punkt hier, zu seinem 70. Geburtstag erschien eine Sondernummer der typografischen Monatsblätter TM. In der dort veröffentlichten Autobiografie nennt Tschichold als Zeitpunkt seiner Wende von der asymmetrischen zur symmetrischen Typografie ungefähr 1938. Dokumente belegen nun, dass sich Tschichold bereits Ende 1935 um gute Vorlagen mittelaxialer Typografie bemüht hat. Nicht ganz 2,5 Jahre nach seiner Emigration in die Schweiz. Er fand die Vorbilder in Arbeiten der Londoner Curven Press, von der er sich im Dezember 1935 die von Oliver Simon gestalteten Newsletters und Schriftproben kommen ließ. Einige davon sind in einer Vitrine oben ausgestellt. Am Schluss der erwähnten Autobiografie, das ist die dritte Punkt, am Schluss der erwähnten Autobiografie ist unter dem Titel von Jan Tschichold gezeichnete Schriften auch die Sabon aufgeführt. Erscheinungsjahr 1967 und dann in Klammer Zeichnungen 1964. Unter den Materialien, die mit den Büchern und den Fascikeln nach St. Gallen kamen, befinden sich auch 4 Kartons mit Zeichnungen für eine Druckschrift im Stile einer französischen Renaissance-Antiqua und kursiv. Sie tragen die Jahrzahl 1953. Im Fascikel 75 liegt ein Brief vom 27. Dezember des gleichen Jahres an Olschrich Menhardt in Prag. Darin erwähnt Tschichold eine Zeichnung für eine Kursiv und Antiqua für die Linotype und Stempel, die er vor kurzer Zeit beendet habe, davon aber leider noch nichts zeigen darf. Weitere Briefe der Schriftgießerei Stempel aus dem Jahre 1961 betreffen die Angelegenheit Neue Garmont. Die in St. Gallen gefundenen Dokumente beweisen also unwiderlegbar, dass die ersten schriftgestalterischen Vorarbeiten, die schließlich zur Sabon führten, nicht erst 1964, sondern weit früher, 1953, begannen. Die ersten Skizzen hier,
ein Blatt, das ist ungefähr der Größe, etwas größer als A3. Und dann unten negativ die Versalien der schließlich ausgeführten Sabon. Sie sehen, welch ein weiter Weg Tschichold zurückgelegt hat. Besonders schön auch S und so weiter. Als ich das zuerst gelesen habe, Jan Tschichold, Oktober 1953, ich habe gedacht, habe sich hier einen Scherz erlaubt, weil wirklich nirgends steht, dass Tschichold in den 50er Jahren eine Schrift entworfen hat. Viertens, unbekannt war bis jetzt auch, dass Tschichold sein Buch Typografische Gestaltung von 1935 nochmals neu auflegen wollte. Die Vorlage dazu liegt im Faszikel 171. Es sind die unbeschnittenen Bogen des Buches von 1935 mit den Korrekturen für die ins Englische übersetzte Ausgabe Asymmetric Typography, die 1967 in London und Toronto herauskam. Diese korrigierten Bogen wurden aber von Tschichold, als er sie vom Übersetzer Rory MacLean zurückerhalten hat, nochmals überarbeitet und hätten einem eingeklebten Typoskript zufolge 1966 mit dem Titel Die unsymmetrische Satzweise erscheinen sollen. Und alle die roten Korrekturen sind für eine zweite deutsche Ausgabe geplant. Hier handschriftlich ein Plädoyer für die gemäßigte Kleinschreibung oder die Grimmsche Rechtschreibung, die er ja in einigen seiner Werke auch tatsächlich angewendet hat. Warum er das Buch 8 Jahre vor seinem Tod fertiggestellt, dann doch nicht veröffentlicht hat, ist nicht bekannt. Liest man den Text unvoreingenommen, so kommt man zum Schluss, dass sich Tschichold in der Frage symmetrische oder asymmetrische, er nennt sie jetzt zentrierte oder nicht zentrierte Typografie, ganz offen verhält. Für jedes Buch sind beide Gestaltungsprinzipien möglich. Für das Sachbuch wie für das belletristische Werk. Eine neuerliche Wendung in seinen Anschauungen. War es das, was ihn davon abhielt, die geplante zweite Auflage herauszugeben, die ja tatsächlich nicht nur eine neue Auflage, sondern ein ganz neues Buch geworden wäre. Der fünfte Punkt. Tschichold hat in den Jahren 1947 bis 1949 in London die Pingin Books und ihre verwandten Reihen typografisch neu gestaltet. Er war zu Recht stolz auf seine Arbeit und hat sich in diesem Sinne verschiedentlich auch geäußert. Kein Buch über Tschichold, das diese Leistung nicht gebührend würdigt. Als ich bei der Vorbereitung der Ausstellung Zeugnisse suchte, die mir Auskunft geben sollten zum Verhältnis zwischen Tschichold und Rudolf Hostetler, durchsuchte ich in der Vadiana auch das Archiv Hostetler. In diesem fand ich einen Brief Tschicholds an Hostetler und darin einen Satz, den mir niemand glauben will. Ich zitiere: Dass ich mich habe verführen lassen, nach England zu gehen, war die größte Dummheit meines Lebens. Der Brief ist in der Vitrine 17 ausgestellt,
und Sie können sich mit eigenen Augen vom Gesagten überzeugen. Die unter den 5 Punkten erwähnten Dokumente werfen zweifellos neue Lichter auf Leben und Werk von Jan Tschichold, die in zukünftigen Biografien nicht mehr übersehen werden dürfen. Aber auch sonst stieß ich auf ungewöhnliche Fundstücke, von denen ich hier nur 2 erwähnen möchte. In Paul Renners Buch »Mechanisierte Grafik« von 1931 lag zusammengefaltet ein Blatt mit der Breite von A4, aber etwas weniger hoch. Es ist eine ganz frühe, nach Kreisberg höchstwahrscheinlich die allererste Probe von Paul Renners Druckschrift Futura. Sie ist in der Ausstellung in Mainz nicht ausgestellt, erscheint auch nicht im Katalog. Sie sehen, sind also 2x8 Zeilen untereinander gestellt, damit es einen anständigen Satz gibt. Von den Versalien bestehen nur A, S und R. Der Umlaut Ä ist noch gar nicht da. A, G, M, N und R sind in der Form, die dann später als Varianten angeboten wurden, noch später, schon vor dem Zweiten Weltkrieg, dann überhaupt nicht mehr. Und unten Renner, lang S, L, Kollegen Tschichold, Renner seinem lieben Kollegen Tschichold. Ein ganz seltenes Blatt. Zu diesem Blatt fand ich nun noch den Probeabzug einer 8-seitigen Vorprobe der Futura, wahrscheinlich von 1926, mit handschriftlichen Korrekturen, war entweder von Renner selbst oder von der Schriftgießerei. Auch diese Vorprobe ist nirgends je erwähnt oder gar publiziert worden. Hier leider nicht gut sichtbar die handschriftlichen Korrekturen. Das ist alles zwischen Buchseiten drin. Zum Schluss ein Hinweis auf Tschichold, den Ästheten. Unter den Büchern und in den Faszikeln treffen wir immer wieder kleinere oder größere Publikationen, die von Tschichold in ein schönes Buntpapier eingeschlagen worden sind oder die er sogar mit einem solchen neu aufgebunden hat. Er hat das dann getan, wenn er den Inhalt einer Drucksache schätzte, den Einband oder den Umschlag jedoch hässlich fand. So hat er die Dissertation seines Freundes Werner Döde, die grafisch-künstlerische Bedeutung der Frakturinitialen bei den deutschen Schreibmeistern 1500 bis 1800, mit diesem zauberhaften italienischen Holztafeldruckpapier eingefasst. Eine kleine, für Tschichold aber typische Arbeit soll diesen Vortrag beschließen. Im Feuilleton der NZZ hat er im Herbst 1942 einen Aufsatz von Rudolf Borchardt gelesen, den er aufbewahren wollte. Der Mensch und die Blume. Er hat die Spalten ausgeschnitten und in ein selbstgeheftetes, einlagiges Blindbändchen geklebt, mit klassischen Randverhältnissen. Ein attraktives Umschlagpapier macht das Heftchen mit den Maßen 12,5 x 20,5 cm zu einer kleinen Kostbarkeit. Meine Damen und Herren, St. Gallen hat nicht nur die wertvolle Arbeitsbibliothek von Jan Tschichold erhalten, sondern und völlig unerwartet ein ebenso wertvolles Archiv. Danke Ihnen.